Leute, in letzter Zeit war ich sehr, sehr zahm, wenn es um Mainstream-YouTuber oder irgendwelche Öffentlich-Rechtlichen ging. Doch gestern wurde ein Video veröffentlicht, das die Messlatte des schlechten Geschmacks noch einmal deutlich nach unten korrigiert hat. Wir sind ja sowas gewohnt von den Öffentlich-Rechtlichen. Schlechter Journalismus, Fake News, Stimmungs- und Meinungsmache und nicht selten massive Beitragsverschwendung. Aber dieses Mal war es wirklich nochmal heftiger. Das Video heißt "So manipulieren Dating-Coaches und Pickup-Artists" und natürlich fühle ich mich da berufen, einfach drauf zu reagieren. Deswegen schauen wir direkt mal rein. Oh Mann, warum schreibt er mir nicht zurück? Weil er keinen Bock auf dich hat. Das ist der Punkt. Okay, ouch, aber das einfach ehrlich zu kommunizieren, anstatt zu ghosten, geht nicht, oder wie? Wenn er nicht in dich investiert, dann bist du es ihm nicht wert. Okay. Die beiden, die ihr gerade gesehen habt, sind Dating-Coaches. Hört sich erstmal gar nicht so schlecht an. Jemand, der dir helfen will, zu flirten und vielleicht sogar in eine Beziehung zu kommen. Denn Dating kann eine echte Challenge sein. Und der Markt mit Menschen, die auf Partnersuche sind, ist riesig. Im Jahr 2021 lebten in Deutschland rund 22 Millionen Personen, die Single waren. Und auch wenn die nicht alle auf Partnersuche sind, das sind ganz schön viele. Und da wollen Dating-Coaches natürlich helfen. In diversen TikToks, YouTube-Videos und Reels erzählen selbsternannte Coaches, worauf vor allem Frauen angeblich Grüße gehen raus an Sergej. Stehen. Frauen auf jeden Fall nicht stehen, sind auf die sogenannten Nice Guys. Finde ich, by the way, immer wieder super, wenn Männer erklären, was Frauen wirklich wollen. Ja, und hier haben wir halt eigentlich auch schon den ersten Punkt. Wenn es wirklich so einfach wäre, könnte ja eigentlich jeder Mann einfach zu einer Frau gehen und fragen, was möchtest du denn? Und sich dann genauso verhalten. Aber die Regel zeigt halt einfach, dass es so nicht funktioniert. Denn oftmals wird das Narrativ vom Nice Guy immer wieder bedient. Im Mainstream, vom Feminismus oder von Simp-Fabrik-Kanälen, wie jetzt hier bei Brust raus. Männer ohne Selbstbewusstsein, die Frauen den Arsch hinterher tragen, landen in der Friendzone und Männer, die sagen, was sie wollen, die Frauen auch mal bereit sind zu ignorieren oder auch mal die kalte Schulter zu zeigen, die landen im Bett. Und so ist es keine Seltenheit, dass der Soja-Sören und der Hirse-Henning halt die Fahrer sind und die Seelenmülleimer, aber der Hakan aus dem McFit dann halt nicht selten zum Stich kommt. Und wenn das alles so einfach wäre, würde es ja jedermann machen. Aber es war bei mir so, dass ich so sozialisiert wurde und vielen tausend Männern da draußen geht es auch heute noch so. Dass sie glauben, wenn sie einfach nur Frauen den Arsch hinterher tragen, werden sie irgendwann zum Freund befördert. Und das ist halt einfach Quatsch. Das Problem, die Aussagen der Coaches sind meistens sehr pauschalisierend und fast alle bedienen sich an Geschlechterklischees. Und hier muss man halt auch mal fragen, warum sie sich an Geschlechterklischees bedienen. Es gibt eben seit den 70ern sehr detaillierte, gute Studien zu diesem Thema. Und wenn es nicht funktionieren würde, also wenn man in ein klassisches Rollenbild geht, dass man dann das andere Geschlecht eben anzieht oder anziehend auf das andere Geschlecht wirkt, dann wäre es ja gar nicht so erfolgreich. Aber hier muss man halt auch einfach mal auf die Frauen zeigen. Denn sie sind es ja, die diese klassischen Geschlechterrollen eben auch immer wieder wählen. Und wenn man ihnen sagt, ja, dann nimm halt mal den Nice Guy, dann sind sie meistens schneller wieder weg, als man gucken kann. Viele der Tipps sind krass manipulativ. In diesem Video schauen wir uns das Geschäft und die Tipps von Dating-Coaches und Pickup-Artists, also übersetzt Verführungskünstlern, mal kritisch an. Und uff. Leute, ganz ehrlich, ich war echt geschockt, auf was für krass problematische Methoden und Abgründe ich bei der Recherche gestoßen bin. Uff. Ja, der problematische Marcel halt mal wieder. Hass. I mean, da gehen teilweise Videos komplett wie... die dann vor allem junge Menschen erreichen und die einfach super unrealistische und veraltete Vorstellungen davon vermitteln, wie man eine Partnerin oder einen Partner finden kann. Oder einfach generell, wie man mit Menschen respektvoll umgeht. Wie ihr solche manipulativen Verhaltensmuster erkennen und euch und eure Freundinnen davor schützen... Gendert sie? Oder war das Schluck auf? ...könnt, das checken wir in diesem Video. Wir haben viel zu bequatschen, also let's go! Dating-Coaches sind Männer oder Frauen, die Männer und... Stellt euch mal vor, ich hätte meinen Kanal Brust raus genannt.
Da wäre der Shitstorm halt einfach so vorprogrammiert gewesen. Oder Frauen Tipps geben, wie sie entweder zur großen Liebe gelangen, wie sich Frauen zu verhalten haben oder wie Männer Frauen schneller ins Bett bekommen. Die meisten Frauen, die ich auf Social Media als Coach gefunden habe, bezeichnen sich als Relationship Coaches. Und sie sind vor allem im englischsprachigen Raum aktiv. Oft geben sie Tipps, wie man über Liebeskummer hinwegkommt oder wie man Female Energy aufbaut. Und ja, wie auch bei den Männercoaches pauschalisieren sie sehr oft. Aber mir sind eindeutig mehr männliche Coaches aufgefallen, die sehr kritischen Content machen, auf den wir einfach mal genauer schauen sollten. Um Dating Coaches zu werden, ist klar, weil Frauen können ja nicht toxisch sein. muss man übrigens eine echt krasse Karriereleiter besteigen. Nicht. Du bist ein Dating-Coach, sobald du dich auch so nennst. Denn der Begriff Coach ist nicht geschützt. Um die professionellen Coaches von den unprofessionellen Coaches zu unterscheiden, gibt es Coaching-Verbände. Zum Beispiel den Deutschen Coaching-Verband oder den Business-Coaching-Verband. Dort werden ausgebildete Coaches geprüft und können ein Zertifikat bekommen. Das ist dann eine Garantie dafür, dass der entsprechende Coach eine fundierte Ausbildung hat und sich an ethische Richtlinien hält. Was dort auch gecheckt wird, sind psychopathologische Grundkenntnisse. Also als Coach einschätzen zu können, ob der oder die Klientin mit dem Problem lieber eine Psychotherapie anfangen sollte. Und laut dem Deutschen Coaching-Verband ist bei ihnen kein einziger Dating-Coach Mitglied. Ja, und da hat sie schon auch recht. Und ich muss auch sagen, ich finde es persönlich auch etwas befremdlich manchmal, wenn ich mich so umschaue, wer sich alles Dating-Coach nennt. Und das sind halt einfach auch viele, viele gescheiterte Persönlichkeiten dabei. Ich will ja dazu nichts sagen, aber... Oh, wo kommt das denn her? Ist es etwa Goal Emergency Institute? International School of Coaching Mastery? Wer hat das dahingestellt? Ja, also ich habe das im Prinzip gemacht. Genau aus den gleichen Gründen, wie sie sagt. Ja, mir ist wichtig, dass die Leute bei mir einfach ein ordentliches Coaching-Programm durchlaufen. Dementsprechend macht es auf jeden Fall Sinn, sich auch so eine Ausbildung zu holen. Ganz klar. So kann man natürlich auch psychische Krankheiten erkennen und angemessen darauf eingehen, wenn man Teilnehmer hat. Aber ich glaube auch, dass es eher eine Seltenheit ist. No joke, Leute, egal ob es ein YouTube-Video ist oder ein TikTok, gefühlt sind alle Videos einfach gleich aufgebaut, so wie das hier zum Beispiel. Wie bekommst du sie unter 30 Minuten ins Bett? Er redet fast eine ganze Minute um den heißen Brei und irgendwann bekommt man dann den heiß ersehnten Tipp von ihm. Dass du deine wahre Sexualität, deine wahre maskuline Energie rauslassen kannst, um mit der Frau auf einer energetischen Ebene connecten zu können. Deine maskuline Energie muss hervorscheinen. Also, was soll ich jetzt damit anfangen, Leute? We don't care. Ja, als Frau wahrscheinlich nicht so viel. Mit solchen Videos machen manche Coaches auch noch richtig viel Geld. Dating-Coaches haben oft eine sehr große Reichweite auf Social Media und die kommt ihnen natürlich sehr gelegen, denn sie haben nicht selten ein eigenes Coaching-Programm, das sie dann praktischerweise vermarkten können. Ein paar von diesen Links zu dem Programm habe ich mir mal angeschaut und ja, auf den ersten Blick sieht es so aus, als wenn man ziemlich viel gratis bekommt. Und zwar so viel gratis, dass es ein wenig so wirkt, als wollte man einen vielleicht gegebenenfalls eventuell locken. Gratis E-Book, gratis Erstgespräch, gratis Probemonat. Ja, und hier sehen wir halt tatsächlich meine Homepage. Und das würde ich euch ganz gern kurz mal zeigen. Im Endeffekt ist es halt einfach der Link zu einem kostenlosen Gespräch. Und ja, das ist tatsächlich gratis. Was wir hier sehen, ist tatsächlich das E-Book, aber es ist halt nicht gratis, sondern es ist halt in der Kindle Unlimited Edition. Also hier, was sie ja versucht zu unterstellen ist, dass man im Prinzip hier einfach nur versucht, auf schlechte Art und Weise Werbung zu machen und gratis lockt, aber dann großartig abkassieren will. Es ist aber nicht kostenlos. Ja, Amazon bietet in dem Kindle Unlimited Programm letztendlich einfach dieses E-Book mit an. Was ist da die Kritik jetzt? Soll ich den Preis erhöhen? Also,
verstehe ich jetzt nicht so ganz. Und krasse Versprechungen wie: so eroberst du deine Traumfrau in nur 2 Tagen. Aber ganz so gratis bleibt es dann doch nicht. Sobald man ein Coaching beginnt, kann das ziemlich teuer werden. Beim einen bekommst du ein Einzelcoaching für 10.000 Euro, beim nächsten gibt es jetzt das einmalige Angebot für 90 Minuten Online-Material nur 95 Euro anstelle von 245 Euro. Da muss man doch zuschlagen, oder? Die empfohlene Preisgrenze vom Coachingverband liegt übrigens bei 160 Euro. Ich finde es halt spannend, dass sie hier einfach mit irgendwelchen Zahlen in der Gegend rumwirft, aber halt überhaupt nicht drauf guckt, was in diesem Programm drin ist. Und was ich hier super spannend finde, ist, sie schreiben halt hier bei dem Verband ab 160 Euro oder ab 220 Euro. Da steht halt ab. Und sie tut halt so, als wäre das die obere Preisgrenze, was ja völliger Blödsinn ist. Und ich kann guten Gewissens sagen, dass ich mit meinem Coaching-Programm eigentlich immer innerhalb von diesem Preis, von dieser Preis-Range liege, beziehungsweise drunter. Ja, sogar. Euro pro Stunde. Aber ey Leute, was ist denn das bisschen Geld, wenn man das in die Liebe investiert und sein ganzes Leben was davon hat? Lassen wir mal außen vor, dass hier mit Verzweiflung von Menschen Geld gemacht wird. Ja, und das ist halt auch ein ziemlich lächerliches Argument, das eigentlich auch super antikapitalistisch und antiwirtschaftlich ist. Eigentlich ist es ein super antikapitalistisches Argument, das sie hier anführt. Stell dir mal vor, du bleibst mit deinem Auto auf der Straße stehen. Oder du hast einen Wasserrohrbruch oder deine Waschmaschine läuft aus. Oder du hast irgendeine komische Anzeige bekommen, von der du vielleicht gar nicht so richtig weißt, worum es da eigentlich geht. Alter, das sind doch alle Situationen, wo du erstmal verzweifelt bist. Und es ist doch völlig normal, dass dann Leute auch Geld verdienen wollen. So funktioniert es halt nun mal in unserer Welt. Für das liegengebliebene Auto brauchst du einen Handwerker. Für den Rohrbruch muss eben ein Klempner bezahlt werden. Und wenn du eine Anzeige bekommst, irgendwas, dann brauchst du einen Anwalt, der dich da rausboxt. Und natürlich arbeitet kein Mensch einfach nur for free. Nur weil du das möchtest. Das Y-Kollektiv hat für ein Video ein Interview mit Paula geführt. Sie hat an einem Dating-Programm teilgenommen, um den Traumpartner zu finden. Man lässt sich halt manipulieren, indem man halt auf seine Worte hört. Und das Schlimme ist halt, er versucht Frauen, die verzweifelt sind, weil sie halt lange Single sind oder weil sie sich halt unbedingt den Wunschpartner suchen oder finden möchte, dass man halt dadurch halt sagt, man macht das. Man will alles probieren, halt einen Partner zu finden. Es ist absolutes Geschäft mit der Hoffnung. Aber schauen wir uns das doch mal genauer an, denn diese Coachings werden ja auch gebucht. Dementsprechend attraktiv müssen ja auch die Angebote sein. Das hier ist ein Beispiel aus einem Kurs, der an Männer gerichtet ist. Wie du Frauen optimal screenst, wie du die Frauen sympathisch stoppst, wie du den Typ der Frau innerhalb der ersten Minute erkennst. Ist das nicht dasselbe wie der erste Punkt? Und das Beste zum Schluss, wie du weiter eskalierst. Also unterm Strich, keine Ahnung, was man da jetzt lernt, aber was safe ist, die Methoden hören sich mehr als fragwürdig an. Kein gutes Gefühl im Bauch, ja. Das muss Hass sein. In einem Coaching-Programm für Frauen kann man das lernen. Aktiv werden und die richtigen Männer ansprechen, tolle Dates haben mit Männern, die es ernst meinen, Mr. Right kennenlernen und an dich binden. Also ganz ehrlich, ein tolles Date zu haben, kann einem niemand garantieren. I mean, es gibt einfach so viele Faktoren, die ein gutes oder ein schlechtes Date ausmachen. Generell sind die Punkte sehr nichtssagend. Wer sagt dir denn, wer die richtigen Männer sind? Und woher möchte ein Coach wissen, wer dein Mr. Right ist und wie du ihn am besten kennenlernst? Vielleicht musst du erst den Kurs machen, um... Vielleicht kannst du dem Coach einfach sagen, wer dein Mr. Right ist und er sagt dir dann, wie du diesen Mr. Right kennenlernst. Bei mir gibt es zum Beispiel im Kurs den Traumfrau-Avatar. Dort beschreiben meine Teilnehmer immer erstmal ganz genau, auf was für ein Typ Frau sie stehen und was genau sie sich in ihrer Beziehung erhoffen. Also was für ein Leben wollen sie führen, was für eine Beziehung passt in das Leben und welcher Partner passt eben dann in dieses Beziehungsmodell rein. Und auf der Basis kann man doch schon ganz genau Tipps geben, was der Kunde hier tun kann, um genau solche Frauen in sein Leben zu ziehen und anzusprechen und kennenzulernen und so weiter und so fort. Also wir sind ganz weit weg von der Realität. Also wir sind wirklich ganz, ganz weit weg. Ja, danke.
Aber das, was man da so lernen kann, erinnert krass an die Methoden von Pickup-Artists. Pickup-Artists sind natürlich der absolute Hass. Und das sage ich ja als Admin aus dem Pickup-Forum, der seit 2009 dort angemeldet ist, täglich da drin rumliest, wo ja mittlerweile 180, 177, 180, irgendwie sowas dazwischen drin, 1000 User angemeldet sind. Und in solchen Gefilden treibe ich mich täglich rum. Also ich muss ja hier eigentlich der absolute Oberhass sein. Pickup Artist heißt übersetzt Verführungskünstler. Auch die findet man auf Social Media in Videos, aber die richten sich nur an Männer. In ihren Videos erklären sie zum Beispiel, wie man Frauen manipulieren kann, um sie ins Bett zu bekommen. Naja, grundsätzlich macht es halt Sinn, Frauen und Männer anders zu betreuen. Weil wie wir ja gehört haben, diese veralteten Rollenbilder, wo Männer auf Frauen stehen und Frauen auf Männer stehen... Ist eigentlich ein guter Tipp. Komisch, dass es mir der selber noch nicht eingefallen ist. Männer, wenn ihr Single seid, warum geht ihr dann nicht einfach zu anderen Männern? Ha! Gay! Da könnt ihr ja eure Chancen quasi von heute auf morgen verdoppeln. Nein, mal Spaß beiseite. Es ist einfach so, dass es unterschiedliche Strategien gibt. Bei der Frau halt eher so diese hypergame, monogame Schiene. Beim Mann halt eher promiskuitiv, monogam. Und dementsprechend muss man halt die Geschlechter auch völlig anders coachen. Gibt ja sogar Soziologen und Pädagogen, die sagen, Männer und Frauen sollte man auch anders in der Schule fördern. Weil halt das Ganze einfach unterschiedlich läuft. Wenn man ein anderes Lernverhalten auch an den Tag legt, zum Beispiel. Zum manipuliert, 10-mal nein und trotzdem bang. Oder hier ein weiteres Beispiel. In einem Video sagt Don John, ein deutscher Pickup-Artist, dass man es einer Frau einfach nur besorgen müsse, wenn sie gestresst ist. Ja, sagt Brust raus, hat damit ein Problem. Super widerlich. Und wisst ihr, was dabei das Schlimmste ist? Erstens, dass dieses Video und alle anderen Videos, die ähnliche Inhalte verbreiten, noch online ist. Und zweitens, dass er super viel Zuspruch dafür bekommt. What the fuck? Damit ihr euch besser vorstellen könnt, was Pickup-Artists für Methoden nutzen, um Frauen ins Bett zu bekommen, zeige ich euch jetzt mal zwei, die ich sehr oft in der Recherche in der Pickup-Szene gefunden habe. Diese Methoden... Da bin ich ja jetzt mal sehr gespannt. Funktionieren unter dem Überbegriff NLP. NLP steht für neurolinguistisches Programmieren. Der Wirtschaftspsychologe Uwe Peter Canning sagt in einem Interview, dass NLP eine Pseudowissenschaft sei. Ja, und das kommt halt auch irgendwie immer, dass den Pickup-Artists eben vorgeworfen wird, dass sie NLP betreiben. Und das ist ja gar keine richtige Wissenschaft. Aber da verstehe ich halt die Argumentation nicht so ganz. Wenn das Ganze nur eine Pseudowissenschaft ist und es sowieso nicht funktioniert, warum muss man Pickup-Artists denn dann überhaupt kritisieren? Wenn sie eine Technik nutzen, die halt nicht funktioniert, dann seid doch froh, dann kann ja auch nichts passieren. Die Methode ist zwar am Markt etabliert, aber mittlerweile wissenschaftlich widerlegt. NLP könnt ihr euch als Rucksack voller Methoden, Modelle und Strategien vorstellen, um die Kommunikation zwischen dir und deinem Gegenüber zu verbessern. Und dadurch sogar dein Gegenüber positiv zu beeinflussen. Ja, und das stimmt auch. Und genau dafür setzen es Pickup-Artists in aller Regel ja auch ein. Es geht nicht um die Phase, wo man Anziehung erzeugt, sondern es geht um die Phase, wo man eben Vertrauen schafft. Und gerade Männer, die eben introvertiert sind, zurückhaltend und ihre Probleme dabei haben, entspannt mit Frauen zu reden und einfach locker mit Frauen umzugehen, vielleicht auch sehr analytisch rational sind, deswegen halt nie auf dieser emotionalen Ebene kommunizieren, die haben hier eben viele gute Tools und Möglichkeiten, um einfach das Gespräch emotionaler zu gestalten, sodass die Frau das halt auch ja, mehr genießt, Gespräche mit dem Mann zu führen und sich einfach auch wohler fühlt in seiner Gegenwart. NLP wird beispielsweise auch gerne in der Businesswelt verwendet. Bei Pickup-Artists sieht das aber anders aus. Sie nutzen NLP, um durch Kommunikation und Körpersprache das Gegenüber zu manipulieren. Also das ist halt nicht wahr, weil es wird genau das gleiche NLP verwendet, wie auch im Business-Kontext. Es gibt nur ein NLP. Die Push-and-Pull-Methode ist wohl die beliebteste. Ja, und Push und Pull hat nichts mit NLP zu tun. Push und Pull wirst du in keinem NLP-Buch irgendwo finden. Das ist halt einfach ein Fakt.
Eine Methode, bei dem der Pickup-Artist abwechselnd extreme Zuneigung und plötzlich aus dem Nichts emotionale Kälte zeigt. Mich persönlich würde das total verunsichern. Ja, und das ist halt falsch, was sie da schreibt. So one time I was at a club and I seen a girl across the room that I liked. And I had to go up to her and approach her, so I used the push-pull technique. I approached her, and the first open liner that I said was, "Hey, I like your dress, but the shoes don't match." And this one line itself literally got me in for the whole night. And the reason why it worked, if you look at it from a psychology perspective, is that I validated her, but then I took that validation away. Und das alles, um den Selbstwert der Auserwählten zu schwächen, um dann so die Überhand zu haben. Eine andere Methode heißt... Ja, und das ist halt auch großer Quatsch, was sie hier eigentlich sagt. Die Push- und Pull-Methode funktioniert eigentlich nur so, dass du eben einer Frau dann Aufmerksamkeit und Zuneigung schenkst, wenn sie das auch tut. Wenn sie das eben auch verdient hat. Wenn sie eben auch dir Zuneigung gibt. Und wenn sie dann ihren Invest reduziert, dass man dann halt einfach auch als selbstbewusster Mann völlig entspannt sein Invest zurückfährt und sich denkt, hey, wenn sie keinen Bock hat, dann hat sie halt Pech. Und das ist eigentlich die Idee von Push und Pull. Weil dann entsteht ja bei ihr diese Gedanken, oha, so schlecht kann der Typ ja gar nicht sein. Ja? Und ich habe das so häufig, diesen Fehler gemacht vor meiner Pickup-Zeit, dass ich halt immer wieder, dass es so eine Art Entzug schon fast entstanden ist bei mir, oh, sie meldet sich nicht. Ich dachte, mit dieser Frau wird es endlich was. Ja? Das ist doch so eine tolle, ich kann doch jetzt nicht schon wieder einfach geghostet werden und den Kontakt zu ihr verlieren. Also habe ich noch viel mehr in die Tasten gehauen, die ganze Zeit auf mein Handy gestarrt. Warum schreibt sie es nicht? Warum meldet sie sich nicht nochmal eine Nachricht? Und so weiter und so fort. Und das hat mich total verrückt gemacht. Jetzt mittlerweile weiß ich, dass ich ein selbstbewusster, cooler Typ bin. Ja, wenn sich eine Frau heutzutage nicht mehr melden würde, dann würde das mich genauso treffen. Aber ich wüsste, hey, dann hat sie es halt auch nicht verdient. Und dann ist sie es auch nicht wert, ihr hinterher zu rennen. Und das ist im Prinzip das Grundprinzip von Push and Pull. Und nicht so ein komischer Kram, was sie da erzählt. Push and Pull ist, wie gesagt, auch keine NLP-Technik, sondern beim Push and Pull geht es eher um Anziehung. Und hübsche Frauen sind es überhaupt gar nicht gewohnt, dass Männer auch mal nicht schreiben oder ihnen nicht hinterherrennen. Ich ignoriere dich. Ich sagte, ich ignoriere dich. Hör auf zu ignorieren, dass ich dich ignoriere. Und deswegen ist diese Technik auch so effektiv. Eine andere Methode heißt Last-Minute-Resistance. Hier mal ein Szenario. Der Pickup-Artist hat es geschafft, dass er mit einer Frau nach Hause geht. Kurz bevor er mit ihr schlafen möchte, sagt sie nein. Das Ziel dieser wirklich schlimmen Methode ist, die Frau ins Bett zu bekommen, obwohl... Okay, ich muss hier wirklich einhaken, weil die Last-Minute-Resistance ist im Prinzip genau das, was jedes Mal von irgendwelchen öffentlich-rechtlichen oder Mainstream-YouTubern oder keine Ahnung was aufgegriffen wird. Übersetzt doch einfach mal Last-Minute-Resistance wörtlich. Letzte Minute Widerstand. Das heißt, kurz bevor es zur Sache geht, ob das Knutschen ist, ist oder sonstiges, sie zögert einfach. Und es beschreibt gar keine Methode, Alter. Es beschreibt keine Methode. Das Einzige, was hier beschrieben wird, ist ein Verhalten. Und allein die Tatsache, dass sie hier jetzt von einer ekligen Methode spricht, zeigt, dass die Ahnung dieser Frau wirklich gegen Null geht. Obwohl sie das gar nicht möchte. Dafür wird die Frau wieder konsequent verunsichert durch abwechselnde Ignoranz und Zuneigung. Das wird so lange gemacht, bis er seinen Willen durchsetzt. Also beschreibt sie hier jetzt wieder Push und Pull. Aber jeder halbwegs anständige Pickup-Artist weiß, dass die richtige Antwort auf Last-Minute-Resistance ein Freeze-Out ist. Und was ist ein Freeze-Out? Ein Freeze-Out ist, lass sie einfach in Ruhe. Lass ab von ihr. Sie sagt nein, ich bin mir nicht sicher, ich weiß nicht, ob ich das möchte. Kein Problem. Ich lasse ab von ihr. Und keine Ahnung, setz mich halt dann daneben. Oder was weiß ich, guck in mein Handy. Ja, das ist die richtige Lösung. Wir sehen, diese Frau hat einfach gar keinen Plan.
Frauen könnten sich auch in einer Schockstarre befinden. Das passiert häufig bei Keine bösen Wörter! Das ist eine Abwehrreaktion, wenn man nicht mehr die Möglichkeit hat, sich zu wehren. Verbal sowie körperlich. Der Fehler liegt alleine schon darin, dass man jemanden zum S überreden muss. Ein Nein ist auch schon ein Nein, wenn man sich körperlich abwendet. Was? Ja, okay, aber warum sprechen wir jetzt von Keine bösen Wörter! Wenn wir gerade noch beim Flirten waren? Also die zwei Themen jetzt in einen Topf zu werfen, finde ich halt auch wieder sehr problematisch. Artists sind bei der Methode auch noch echt hartnäckig. Bis zu 2 Stunden kann es nach Angaben in Pick. Ja, also hier sieht man ja ganz klar, dass hier geschrieben wird, nach circa 2 Stunden wird es wieder intensiv und ich eskaliere. Wir beide hatten gut was getrunken. Erst gibt es schon wieder eine kleine LMR, als ich Richtung Brüste gehe. Dieses Mal aber lässt sie es beim zweiten Anlauf zu. Also er schreibt hier, nach 2 Stunden wird es wieder intensiver. Das heißt ja gar nicht, dass er nach einer LMR 2 Stunden an ihr noch rumgedoktert hat mit irgendwas, um dann irgendwie weiterzukommen. Also die Aussage von ihr stimmt halt überhaupt nicht mit dem Text überein, der hier gezeigt wird. Außerdem kann es doch gut sein, dass eine Frau halt auch einfach mal in einer gewissen Zeit keinen Bock hat. Aber dafür dann halt einen Tag später beim nächsten Date oder womöglich auch nach 2 Stunden. Nur weil eine Frau mal keinen Bock hat oder sagt, nee, du, jetzt gerade habe ich da keine Lust drauf, heißt es nicht, dass es grundsätzlich jetzt nie wieder möglich ist. Also hier wird ja auch wieder mit Strohmännern gearbeitet. Mit klassischen Strohmann-Argumenten, die halt hier überhaupt gar nicht reinpassen. Und hier steht ja auch ganz klar, dass sie es zulässt. Also hier wird ja von ganz klarem Konsens gesprochen. Gab vor und dauern, um gegen den Willen mit einer Frau zu schlafen. Und hier wird was völlig anderes gesagt. Gegen den Willen mit einer Frau zu schlafen. What? Einfach krass lächerlich. Und wisst ihr, sowas macht mich extrem wütend. Da draußen gibt es so viele Männer, die wirklich richtig viele Probleme im Dating-Kontext mit Frauen haben. Und mir ging es ganz genauso. Und durch solche Beiträge wirst du als Mann immer mehr verunsichert und bekommst immer mehr Angst, überhaupt eine Frau anzusprechen. So hatte ich zum Beispiel schon den Fall, dass ein Kunde von mir gesagt hat, er hatte erst eine Laser-OP und deswegen kann er jetzt erstmal ein paar Wochen nicht ansprechen auf der Straße, weil er Angst davor hatte, Pfefferspray in die Augen zu bekommen. Was noch niemals in 14 Jahren Coaching-Praxis bei mir vorgekommen ist. Nicht mal, dass eine Frau irgendwie einem eine knallt oder ihm irgendwie was ins Gesicht schüttet oder sonstiges. Bisher war jedes Ansprechen immer völlig entspannt. Und ich mach's 14 Jahre, Leute. Solche Horrorgeschichten bekommt man immer nur von irgendwelchen Öffentlich-Rechtlichen vorgetischt. Und wenn man genau hinguckt, ist es oftmals so, dass es ganz, ganz viele Frauen gibt, die sich Männer wünschen würden, die einfach mal endlich sie küssen. Und das sehe ich als viel, viel häufiger eigentlich als Problem an, als dass Männer irgendwelche Grenzen übertreten. Denn das, was ich von Frauen mitkriege, ist, dass es sich in so vielen Fällen einfach mal einen Mann wünschen, der nicht bis zum 6. Date wartet, dass er mal ihre Hand nimmt. Oder der einfach gar nichts tut und einfach nur starr neben ihr sitzt, weil er einfach nur zu viel Angst hat, sie anzusprechen. Im Bus oder in der Bahn. Und ich glaube, dass das auch wirklich die Probleme von analytisch-rationalen, introvertierten Männern ist. Und nicht, dass sie nach einem Dating-Kuss wie eine Herde Wölfe über die Straße ziehen und über alle möglichen Frauen herfallen, was ja hier so suggeriert wird. Kann natürlich auch völlig falsch liegen. Schreibt es mir gern in die Kommentare, wie ihr das seht. Und hier frage ich mich, weshalb Programme, die Pickup-Methoden anbieten, nicht gecancelt werden. Das sind halt einfach Anleitungen, um sexualisierte Gewalt auszuüben. Ja, und da sehen wir halt genau die Denke, mit der solche Leute dann an sowas rangehen. Wir gucken das Programm überhaupt nicht richtig an. Wir verstehen überhaupt gar nicht, was da passiert. Wir haben auch die ganze Technik nicht verstanden.
Und anstatt jetzt irgendwie mal ein Gespräch zu suchen oder vielleicht auch irgendwie mal zu schauen, was im Gesetz steht, weil wenn das alles so schrecklich wäre, könnte man ja auch einen juristischen Weg einschlagen. Aber das ist gar nicht möglich, weil es keine Opfer gibt dieser Methoden, weil die allermeisten Frauen das auch sehr genießen, wenn man es richtig macht. Deshalb kommt halt deduzieren, canceln, ausgrenzen. Das sind die Methoden dieser Generation. Und für alle, die es nicht wissen, es ist eine Straftat. Und ja, ihr habt richtig gehört, es gibt ein Pickup-Forum. Da quatschen Pickup-Artists. Danke für die Werbung an der Stelle. mit anderen Pickup-Artists über Frauen natürlich. Und vor allem darüber, wie Frauen wirklich sind und was Frauen wirklich wollen. Und sie haben einfach eine eigene Sprache. Das UG letzte Woche war nicht so nice. Dafür habe ich gestern ein richtig gutes Target gemacht. Und weißt du, wie ich das geschafft habe? Mit einem Roof Blast. So witzig. Roof Blast ist außerdem ein Begriff vom Sergei. Im Prinzip ist die Sprache der Pickup-Artist, kann man davon halten, was man will. Vieles ist halt eingedeutschtes Englisch. Teile kommen aus der Psychologie, Teile kommen aus Kommunikationswissenschaften und von Kommunikationstechniken abgeleitet. Es ist aber teilweise auch einfach englischer Slang, der einfach übernommen wird, so wie das in jedem Fachgebiet eine Fachsprache gibt. Na, alles klar. Hier meine kleine Übersetzung. UG bedeutet Ugly Girl, Target ist eine... Ja, und UG bedeutet Ugly Guy. Target ist nicht nur die Frau, weil auch Frauen im Pickup-Forum sind und auch Frauen von Targets sprechen, die dann in dem Fall oft Männer sind. Es gibt aber auch Lesben oder Transsexuelle, habe ich auch schon gecoacht. Also von dem her, ihr merkt schon, was für ein Narrativ sie an der Stelle aufbauen will. Eine Frau, die man verführen will. Und ein Roof Blast ist im Endeffekt ein Flex, in dem man zum Beispiel aus dem Nichts anfängt, Piano zu spielen. Und ich denke mir nur, uff! Alter. Manche Wörter des Pickup-Artists-Alphabet stammen aus der Business-Sprache. Normalerweise geht es da um Produkte oder einen dicken Deal, den man gerade abgeschlossen hat. Und Frauen sind absolut keine Produkte oder Deals. Das ist einfach extrem erniedrigend und frauenverachtend. Ja, aber es gibt ja auch Frauen, die die gleiche Sprache anwenden für Männer im Pickup-Forum. Und nenn mir mal ein Beispiel. Roof Blast ist im Übrigen ein Kompliment. Also da geht es eigentlich eher darum, dass man etwas total Tolles macht. Wie zum Beispiel ihren Ständchen vorsingen oder ihr eine Rose mitbringen oder ihr ein Geschenk machen. Aber das ist sicher ja auch nur versteckter Hass. Da schreibt einer, warum ghosten dich Frauen? Sie möchte dein Selbstwertgefühl zerstören, dich im Ungewissen lassen, dich toxisch manipulieren, dass sie im Mangel lebt, Menschen hasst und selbst kein Selbstbewusstsein hat. Das ist wirklich der einzige Grund. Leute. Gut, also keine Ahnung, da müsste man halt den ganzen Thread lesen, um halt zu verstehen, ob der Typ halt ein bisschen schräg tickt, der das geschrieben hat. Ich meine, bei 180.000 User gibt es halt auch den ein oder anderen Schrägen. Aber oftmals sind ja in diesen Threads dann auch viele Gegenstimmen, wo dann halt auch gegen so eine Meinung argumentieren. Vielleicht war es aber auch so. Und man konnte in dem Thread rauslesen, dass die Frau wirklich einen an der Latte hat. Das schreibt ein Typ, der ein Pickup-Artist ist, der wohlwissend und zielgerichtet Frauen manipuliert. Und das sagt eine Brustrausfrau, die Make-up trägt, ihre Haare gefärbt hat, vielleicht ihre Zähne noch gebleached, vielleicht auch noch einen Filter verwendet in dem Video, dass Manipulation etwas Böses ist. Außerdem wird hier ja durchweg suggeriert, dass Pickup-Artists quasi die apokalyptischen Reiter sind, was ja auch völliger Bullshit ist, wie ich das ja auch jetzt bisher argumentiert habe. In Foren wie diesen tauschen sich die Artists auch über Dating, Misserfolge und sexuelle Frustration aus. Soziologin Dr. Franziska Schutzbach sieht darin... Oh Gott, das ist die Alte aus Wikipedia. Du meinst wohl Genderforscherin und Soziologin und nicht Psychologin. Das ist ein kleiner Unterschied mit einem großen ideologischen Touch.
und auch eine mögliche Basis für eine politische Radikalisierung. Und es wurde auch eine Verbindung zwischen der Pickup-Artist-Szene und Incels festgestellt. Incels sind eine Community aus heterosexuellen Cis-Männern, die eine radikal frauenfeindliche Ideologie verfolgen. Die sogenannten Incels sind auch oft Anhänger von Andrew Tate. Wer Andrew Tate nicht kennt, er ist ein ehemaliger Kickboxer, der vor allem durch seine kontroversen Aussagen aufgefallen ist. Wer Andrew Tate nicht kennt, ich habe mal ein Video dazu gemacht, die frauenfreundlichen Dating-Tipps von Andrew Tate. Schau da gern mal rein. Das Problem an seinen Aussagen, sie tragen extrem zu einer toxischen Männlichkeit bei und sind hart frauenfeindlich. Und manche Coaches nehmen ihn auch als Vorbild. Und mit Andrew Tate begreift es so langsam auch das gesamte Internet, dass Männlichkeit das ist, was Frauen wirklich anzieht. Mittlerweile sind die Behörden auf ihn aufmerksam geworden und er wurde auf allen Social-Media-Plattformen gesperrt. Und generell leben viele Pickup-Artists toxische Männlichkeit vor. Zeige keine Verletzlichkeit. Leute, ich weiß, Big News, Männer dürfen auch Verletzlichkeit zeigen. Ja, und natürlich dürfen Männer auch Verletzlichkeit zeigen. Und das ist ja auch immer dieser Glaubenssatz, dass Pickup-Artists oder Männer wie ich sagen, Männer dürfen keine Verletzlichkeit zeigen. Und das ist ja riesiger Bullshit. Natürlich dürfen Männer Verletzlichkeit zeigen. Aber das große Problem an der Sache ist halt, dass Frauen Männer, die sehr stark Verletzlichkeit zeigen, eben meistens nicht attraktiv finden und häufig auch nicht auswählen. Wenn sie dann ausgewählt sind, innerhalb von einer Beziehung, ist hin und wieder Verletzlichkeit zeigen auch gar nicht schlimm. Aber gerade in der Anbandlungsphase ist Verletzlichkeit zeigen eben ein großes Problem. Ein großes Problem für die Anziehung. Da gibt es zum Beispiel auch die Studie hier. Und da sieht man eigentlich ganz genau, warum Verletzlichkeit zeigen halt einfach sehr unattraktiv auf Frauen wirkt. Aber Frauen, wenn ihr verletzliche Männer wollt, dann wählt sie doch einfach aus. Aber das passiert halt leider nicht. Zeigen. No joke. Es ist wirklich so. Also wirklich. Schreibt doch mal in die Kommentare, wenn ihr Bock auf ein eigenes Video zu dem Thema habt. Hier. Schreibt das bitte auf gar keinen Fall rein. Es gibt viele Männer, die einfach Unterstützung und Hilfe brauchen bei diesem Dating-Thema, die es nicht alleine auf die Kette kriegen. Und für die will ich da sein. Und das ist meine Mission. Deswegen habe ich mich auch selbstständig gemacht zu genau diesem Thema. Und deswegen stehe ich jetzt hier und argumentiere gegen so ein Bullshit, der hier wieder mal von Öffentlich-Rechtlichen verzapft wird. Und wenn du auch ein Thema hast, wie gesagt, klick unten in der Videobeschreibung auf den Link, schau dir das Video an, dann erkläre ich dir, worauf es wirklich ankommt. Und ihr wisst ja, hört immer auf den Mann mit dem Zertifikat, der wirklich Plan hat. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, macht's gut, euer Marcel. Adios. Hör auf zu ignorieren, dass ich dich ignoriere. Wenn du willst, kannst du mich ignorieren, Trixie. Ja, es funktioniert.